Heisa Pate. Hüwe, Pave, hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Sprich mal Finnisch. Nee, heute sprechen wir noch Schwedisch, aber heute geht's um schwedischen Lehnwörtern im Finnischen. Bevor Finnland Finnland war, war es ein Teil von, Russland, aber davor war es ein Teil von Schweden. Mehrere hundert Jahre lang davor gab es überhaupt kein Finnland als Staat. Und da wohnten ja nicht nur Schweden, sondern auch Finnen. Und die wohnen ja da immer noch. Und die sprechen eine Sprache namens Finnisch, die mit Ungarisch und Estnisch verwandt ist. Logischerweise wurde ja auch Finnisch sehr vom Schwedischen beeinflusst, denn damals war ja Schwedisch die Amtssprache und heute leben noch Leute in Finnland, die Schwedisch als Muttersprache haben. Finnland ist zweitsprachig und es gibt sogar in den Schulen dieses Pakkoruotsi und das heißt so viel wie Zwangsschwedisch. Und darüber streiten sich Leute, denn manche mögen es nicht und wollen es nicht gar nicht haben. Wie auch immer, dieses Schwedisch, das man in Finnland spricht, ist auch ein bisschen anders als das Standard-Schweden-Schwedisch, was wir ja in Schweden sprechen. Und deswegen müsste ich eigentlich ein ganz eigenes Video darüber machen. Was ein bisschen interessant ist, ist, dass für schwedische Ohren dieses Schwedisch so klingt wie ein Finne, der Schwedisch gelernt hat. Und das ist dumm, denn es ist ja eine Muttersprache für diese Leute. Und es gibt so YouTuber, die kriegen so Kommentare von Schweden wie, oh, dein Schwedisch ist so gut, wie hast du denn eigentlich Schwedisch gelernt? Es ist einfach nur dumm. Es tut mir leid, ihr Schwedenfinnen. Ja, es ist dumm. Dann gibt es auch Dialekte, die ganz anders klingen, wie zum Beispiel im Norden von Finnland. Ich habe das mal kurz einmal angehört und dachte, boah, was ist das für ein Dialekt? Wo spricht man denn sowas? Es ist ja so, dass die schwedischen Dialekte, die wurden so sehr normalisiert, dass es eher selten ist, dass man sich nicht, dass man sich untereinander nicht versteht. Anders als im Deutschen, wo es manchmal sehr knifflig ist, sich zu verstehen, obwohl man beide Deutsch sprechen. Aber heute geht es um schwedische Lehnwörter im Finnischen. Es sollte ungefähr 4000 von denen geben. Ich habe 10 ausgewählt und los geht's. Sorry für meine finnische Aussprache. Das erste Wort ist pallo und das heißt Ball. Auf Schwedisch boll. Und ja, es ist oft so, dass stimmlose Konsonanten, stimmhafte Vokale einfach stimmlose werden. Nur bei F nicht. Das wird ein V. Und somit stimmhaft. Warum auch immer. Dann haben wir kolo. Und das heißt Schule. Auf Schwedisch skola. Und hier ist es so, dass am Anfang von Wörtern es nicht besonders gewöhnlich ist, zumindest nicht in Standard-Finnisch, dass es Doppelkonsonanten gibt. Deswegen verschwindet hier das S und wir haben einfach Kuolo noch. Dann haben wir Juolo und das heißt jetzt nicht so Hashtag Juolo oder sowas, sondern das ist einfach Weihnachten auf Schwedisch, Jul. Als die Christen nach Skandinavien kamen, da durften wir ein paar Sachen behalten, sodass es einfacher für uns war, uns dem Christentum anzuschließen. Die Christen, die sind clever. Dann haben wir kottikärgi und das heißt Schubkarre. Auf Schwedisch skott. Kärra. Und dasselbe gilt hier. Es verschwindet und wir haben kotti und kärri. Dann ist es auch irgendwie oft so, dass die Finnen ein i dranhängen. Ich weiß jetzt nicht die Grammatik dahinter. Aber ist oft so und wir Schweden, wenn wir mit einem finnischen Akzent sprechen wollen, dann ist es so, dass wir zum Beispiel auch dieses G wird zu K und S verschwindet und ein I dran hängen. Wir machen das Ganze und machen uns dann über Finnisch lustig irgendwie. Dann haben wir Kiväri und das heißt Gewehr auf Schwedisch. Gewehr, und das kommt ja offenbar aus dem Deutschen. G wird zu K und E zu I. Also ja, es ist so, die Finnen, die schreiben ja so, wie die das hören und nehmen ja natürlich dann auch noch ihre irgendwie häufige Lautregeln mit und so. Und deswegen werden die Wörter so umgestaltet, aber trotzdem kann man sehen, dass sie ja verwandt sind, die Wörter.
Dann haben wir ein sehr grundlegendes Wort, Kattu. Und das heißt nicht Katze, sondern Straße. Das kommt aus dem schwedischen Gata, geh wir zu. K und so weiter. Dann haben wir Sänke und das heißt so viel wie Bett. Also Säng auf Schwedisch. Das nächste Wort ist Lucky. Und das heißt nicht, dass man lucky ist oder so, that man Glück hat, sondern es heißt einfach Gesetz. Also kommt aus dem schwedischen Lag. G wird zu K. Am Ende kommt ein I und wir haben Lucky. Dann haben wir Ruvi und das heißt so viel wie Schraube auf Schwedisch. Skruv. Hier haben wir drei Konsonanten am Anfang, also verschwinden S und K und wir haben nur noch R und am Ende ein I, Ruvi. Die sehen nicht verwandt aus, sind sie aber. Und das letzte Wort ist Ranta. Und das kommt aus Strand. Auf Schwedisch Strand. Ranta S und T fallen weg. D wird zu T. Alles im Rahmen, würde ich sagen. Ranta. So, meine Lieben, das war alles für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich hoffe, ihr habt nicht so sehr gecringed wegen meinem Finish. Ich hasse das Wort cringen. Ich hätte was anderes sagen sollen. Egal, jetzt ist es raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr Finnen seid, sorry für meine Aussprache. Ich habe mir aber Mühe gegeben und das ist ja das, was zählt, finde ich. Und wenn ihr ein bisschen Schwedisch lernen wollt, dann gibt es ja immer sprichmalschwedisch.com mit kostenlosen Audiolektionen und Vokabellisten. Und falls ihr mit mir und anderen Fans chatten wollt, dann haben wir ja auch Discord, Link und so weiter. Ist alles in hier unten und wir sehen uns in einem anderen Video. Ich werde jetzt nicht Tschüss auf Finnisch sagen, sondern... immer auf Schwedisch. Hej då!